Hallo ihr Lieben, heute kommt der letzte Teil unseres Specials für die eigentlich Adventswochenenden. Jetzt ist heute schon Heiligabend, Potzblitz. Genau, ich habe euch heute im Gepäck die Cavaletti-Steine mitgebracht. Wir befinden uns in einem Wohnzimmer. Und zwar kennt ihr bestimmt auch alle, dass es draußen dusterig ist, kalt ist, nass, was eben auch immer. Man überlegt sich, geht man die große Runde, geht man die kleine Runde mit dem Hund raus. Schlussendlich wird es dann vielleicht die Mini-Runde. Der Hund hockt dann zu Hause, weiß nichts mit sich anzufangen. Und man kann zu Hause noch wunderbare Sachen machen. Dazu gehört das Cavaletti. Das ist auch eines der Übungen, die ich fast jedem Hundebesitzer immer wieder ans Herz lege, weil wir sehr gut die Gelenke mobilisieren können. Wir schulen die Koordination, es kräftigt die Gliedmaßen. Genau. Wichtig ist, dass der, also viele kennen es vielleicht, wahrscheinlich die Pferdebesitzer unter euch sowieso. Wichtig ist der grundsätzliche Aufbau. Ich habe jetzt hier mal drei Stück hingestellt. Und zwar der Abstand zwischen diesen einzelnen Stangen, der ist so groß wie der Abstand von Vordergliedmaße zu Hintergliedmaße. Das hat zur Folge, dass wenn der Hund eben dann später drüber läuft, dass er im Optimalfall jeweils mit einer Pfote sozusagen zwischen diesen Stangen sich befindet. Das ist das eine Wichtige. Ob das eine, zwei oder drei Stangen sind, dementsprechend ist theoretisch egal. Die Dinger werden hier im Set verkauft mit fünf Stück. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Genau, zur Höhe ist was zu sagen. Und zwar, wenn der Hund steht, hat er vorne sein Handgelenk dementsprechend, hinten das Sprunggelenk. Und die Höhe sollte sich eben zwischen Höhe, Handgelenk und Sprunggelenk befinden. Dann ist es theoretisch gefahrlos. Man kann es höher einstellen. Dann trainiere ich aber ganz andere Muskelgruppen schon wieder. Das muss nicht unbedingt sein. Das heißt, so in dieser Höhe, also bei seiner Größe, wäre das jetzt ungefähr dieses erste Loch bis zum zweiten Loch. Das ist ungefähr die Höhe, mit der wir trainieren. Das reicht vollkommen aus. Für diejenigen, die größere Hunde haben, sind die hier vielleicht ein bisschen... weil sie doch sehr, sehr leicht sind und dementsprechend umfallen. Da bedarf es ein bisschen, sage ich jetzt mal, Gewöhnungstraining an den Hund, dass er eben ordentlich drüber läuft, sodass er nicht alles umreißt. Für diejenigen, die kleinere Hunde haben, kann man theoretisch die Stange erstmal auf den Boden legen. Hier ist nur die Gefahr, dass sie dementsprechend wegrollt. Man kann diese Pylonen einfach umdrehen. Man kann die sich so hinlegen, dann liegen die Stangen auf dem Boden, können nicht rollen und dann können es auch dementsprechend die kleinen Hunde verwenden. Genau. Wieso die Cavalettis mir so wichtig sind, das liegt daran, dass wenn wir Menschen einmal laufen, zeige ich das jetzt vielleicht mal kurz, es ist ein bisschen schwierig, also ich hoffe, ihr seht meinen Kopf noch. Wir laufen im Prinzip ja sehr energiesparend, Fuß am Boden und keiner wird eben hergehen, dementsprechend und so laufen. Ja? Das ist bei den Hunden ähnlich. Die Hunde sind noch viel energiesparender wie wir Menschen. Das heißt, die schlurfen am Boden rum, die Füße müssen sich nicht heben, es sei denn, es kommt irgendwie irgendein Widerstand. Dann heben sie natürlich die Beine auch hoch, aber im Normalfall schlurfen die sozusagen am Boden. Und das ist einfach ein gutes Training, damit die Hintergliedmaßen angehoben werden. Wir probieren das jetzt mal mit unserem Bewegungslegastheniker, dem Leon, ob er dies macht. Dafür brauchen wir natürlich wieder ein paar Bestechungen. Soll im Optimalfall ohne gehen. Das ist leider nicht ganz so leicht. Beim Leon geht es definitiv nicht ohne. So, dann schauen wir mal. Ja. Super. Und zwar, wichtig ist, schon mal vorab grundsätzlich, das ist für alle Belohnungen eigentlich wichtig, wenn ihr die Hunde belohnt, schaut, dass ihr nicht immer so diese Leckerlis gibt, ja, dann hat er eine sehr starke Streckung in der Halswirbelsäule, schaut, dass ihr auf Kopfhöhe eben füttert und das gleiche gilt für die Übung auch. Es ist so, bei ängstlichen Hunden kann es sein, dass sie erstmal gar nicht darüber gehen, er kennt es schon ein bisschen, das heißt im Optimalfall sollte er hier schön drüber gehen. Das kann ich ihm jetzt erstmal so mit einem Leckerchen zeigen. Dann arbeitet er sich von Leckerchen zu Leckerchen vor. Fein gemacht. Ja. So, und wenn wir dann ein bisschen geübt sind. Leon. Wir sind noch nicht fertig. Genau, dann geht das Ganze schneller und zwar in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit.
gehe ich hier drüber, ja, schaue, dass die Hand in Kopfhöhe ist und bewege den Hund über diese Stangen drüber. So, wichtig ist einfach, dass es eine gleichmäßige Geschwindigkeit ist. Also der Hund sollte jetzt nicht drüber galoppieren, sondern wirklich in der Schrittgeschwindigkeit rübergehen, mit der Kopfbewegung unten und den Kopf auch nicht verwerfen durch die Slackling. So, bitte. Genau. Sieht relativ simpel aus. Wie gesagt, hat ein paar Fallstricke, gerade wenn es die Hunde eben nicht gewöhnt sind. Und man kann grundsätzlich diese Cavanettis halt eben sehr gut kombinieren. Ich kann mir Zickzacks bauen, wenn die das irgendwann gewöhnt sind. Ich mache das jetzt mal nur mit diesen dreien. Ja. Dann muss er schon ein bisschen mehr schauen, wo er hinläuft. Da haut es dann nicht ganz hin mit Pfote, pro Pfote oder pro Gliedmaße einen Zwischenabstand. Da muss er dann sich ein bisschen konzentrieren. Fein gemacht, super. Fein. So, ich kann die auch als, versuch das mal hier, wie das geht. Ein bisschen schwierig. Ich wollte es extra hier im Wohnzimmer zeigen, damit ihr seht, dass das zu Hause ganz gut gemacht werden kann. Es geht theoretisch gut. Praktisch ist mir der Kamerawinkel dann irgendwann im Weg. So, hier kann ich ihn jetzt schön als L laufen lassen. Das heißt, ich gehe hier rüber, komme hier rüber und gehe hier rüber. Super gemacht. Ja, das hat also ganz viele Variationen. Ihr solltet schauen, deswegen liegen hier die Teppiche drunter, dass die Hunde Grip haben. Es sollte kein glatter Boden sein. Also wenn ihr das jetzt nur auf dem Parkett machen würdet oder auf einem anderen sehr, sehr glatten Boden, Fliesenboden, wäre das ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen ist hier ein Teppich drunter, damit er schön Grip hat. Das dient einfach dazu, dass er sich halt eben auch sicher durch diese Stangen durch bewegen kann. So, genau. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei diesen Übungen, also wer mal gelaufen ist und seine Beine hochgenommen hat, wird feststellen, dass es doch recht anstrengend ist, so auf Dauer. Deswegen darf man das auch für die Hunde nicht unbedingt unterschätzen. Also es genügt sicherlich, wenn man hergeht und normalerweise rechne ich bei 5 Hindernissen 3 Wiederholungen. Das heißt, er läuft über 15 Hindernisse drüber und dann ist gut. So, und das kann ich zweimal am Tag machen, meinetwegen einmal mittags, einmal abends. Und dann würde ich einen Tag Pause machen und am nächsten Tag kann man das wieder machen. Von der Steigerung her ist da jetzt erstmal nichts notwendig. Das heißt, ihr könnt die Übung so machen, weil grundsätzlich dient es eben, wie gesagt, einfach der Mobilisierung und der Koordination. Wenn wir das jetzt auf weichen Untergründen machen würden oder meinetwegen mit sehr hohen Stangen, das geht auch. Das hat, wie gesagt, wie ich anfangs schon sagte, andere Trainingseffekte. Was ihr machen könnt, ihr werdet vielleicht feststellen, dass kann man manchmal sehen im Schnee, wenn die Hunde im Schnee laufen, dass wir zum Beispiel Schleifspuren haben, mehr links oder mehr rechts. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Hund auf der einen oder anderen Seite halt eben dementsprechend schlechter läuft. Und ich kann diese Seite aktiv unterstützen, indem ich dann hergehe und sage, okay, angenommen der Hund schleift rechts, also ich sehe diese Schleifspuren in der rechten Gliedmaße, das ist egal, ob vorne oder hinten, meistens sind es die Hintergliedmaßen, dann gehe ich her und würde jetzt zum Beispiel die rechte Seite ein bisschen höher einstellen und die linke Seite meinetwegen auf den Boden legen. Ja, dann müsste er immer grundsätzlich, wenn ihr die Stangen dann alle gleich hinstellt sozusagen, müsste er grundsätzlich immer die rechte Hintergliedmaße oder beide rechte Gliedmaßen etwas höher heben als die auf der anderen Seite und stärkt somit halt eben die eine Seite. Da könnte man im Schnee drauf achten, das ist manchmal ganz witzig zu sehen. Man sieht auch viele Hunde, die allgemein schlurfen. Sowas sollte sich dann aufgrund des Trainings dann dementsprechend bessern. Genau, die Nala kommt hier gucken, das ist unser Angsthasi. Da ist es so, die getraut sich definitiv nicht, über 3 Stangen oder 5 oder noch mehr drüber zu laufen. Da ist es so, wenn ihr solche ängstlichen Hunde habt, schaut, dass ihr vielleicht erstmal eine Stange hinlegt, den Hund daran gewöhnt, dass er da ordentlich drüber gehen kann. Wie gesagt, die kann auch am Boden dann dementsprechend liegen. Einfach, dass der Hund angstfrei über diese Stangen geht. Und dann können das mal 2 Stangen werden, mal 3 Stangen. Ich habe es jetzt mit der Nala noch nicht gemacht, weil die sowieso ihre Füße hebt. Die trabt wie ein, ein Hengst sozusagen. Genau. Ja, das war es von meiner Seite aus. Die Kadi ist leider schon wahrscheinlich beim Christkind, hat dort ein Date. Ich jetzt auch noch Geschenk verpacken und ich wünsche euch heute einen schönen Tag.
Schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Jahr. Ciao, ciao.